Lernen in Wörtern hast, du von denen eine absolute Anzahl nicht kannst und aber weißt, dass diese Anzahl exakt die Hälfte der Vokabeln im späteren deinen Test ausmacht, wenn du halt weißt, ja, da werden immer 30 Vokabeln abgefragt und du kannst, du hast 100 aufgehabt, ist jetzt ein blödes Beispiel, ne? Wirst du 0 aufgehabt. Wir hatten letztendlich DIN A5 Blätter, das war so ein DIN A5 Buch. Ach schade, ich hab das gar nicht da. Ich hab das nämlich. Jawohl. Vielleicht habe ich doch eins davon da. Ich glaube, die Vokabelliste habe ich davon. Da kann ich das schnell zeigen. Moment. Dann hole ich das schnell. Ich glaube, ich weiß sogar, wo es liegt. Ach so, das war das. Was ist das? Was ist das? Nein, schade. Okay, leider nein, in der Schublade, wo es drin war, sind aktuell nur Mathebücher. Ah ne, da ist es auch nicht, bei den Reklamheften. Gut, auf jeden Fall, es war DIN A5 und da waren in Schriftgröße 4 die Vokabeln in 3 Spalten pro Seite drin. Davon 4 solche Frontseiten, also quasi 2 Doppelseiten. Und abgefragt wurden 30 Wörter. Oder 20. Wenn du von denen mal 85% kannst, kannst du ungefähr, was ist denn, du hast so 60 Wörter pro Seite. Kannst du 30, 40 Wörter nicht. Wenn du 85% kannst. Das heißt, du musstest wirklich von den Vokabeln, die du sicher beherrschst, 95% haben, damit du in einem Text, in einem Test danach sicher eine 4 hattest. Klar waren dann halt auch Vokabeln dabei, die fast jeder konnte. Weil es ging einfach alphabetisch. Das ist also das gleiche vom Vokabeln nennen. Es ist wesentlich einfacher, wenn man sich nicht den thematischen Wortschatz, sondern einfach. Du nimmst ja einfach so eine Doppelseite im Wörterbuch. Schaust am Anfang erstmal so mit verdeckten Dingen. Welche Vokabeln kannst du? Die du schon von Anfang an kannst, die wirst du nicht verlernen in der Zeit. Ja, die wirst du nicht verlernen. Und dann brauchst du noch eine zweite unabhängige Person, die dich dann abfragt. Das ist auch wichtig. Weil sie sich selbst abfragen, da bescheißt man immer. Das heißt, läuft dann ungefähr wie folgt ab. Du sagst, du kannst es, du bist jetzt bereit für die Abfrage. Dann gehst du zu ihm hin, gibst ihm die 2 Doppelseiten aus dem Wörterbuch, die du gelernt hast.
Und dann tut er einfach total random Fragen und an alle Vokabeln, die du wusstest, mit Bleistift einen Haken dran setzen. Und an die, die man nicht wusste, ein Kreuz. Danach gibt er dir das wieder. Und dann hast du einen rein sachlichen Eindruck, welche Vokabeln du kannst und welche du nicht kannst. Und immer so noch weiterarbeiten. Dann schreibst du genau die Sachen wieder auf Karteikarten. Und büffelst die quasi durch. Nach jedem Durchlauf einmal mischen. Und neu. Natürlich nicht die ganze Zeit am Stück. Sondern halt immer mal wieder. So. Quasi jedes Mal zweimal pro Stunde. Ungefähr. Das dann halt, solange du wach bist. Und wenn du das 2 Tage lang am Stück machst, dann setzt dich nochmal in die Abfrage. Und dann werden nochmal alle Wörter abgefragt. Zweiten Durchlauf. Und mit der Wange, mit dem Ding, habe ich es in Latein tatsächlich geschafft, mit dieser Technik, den Vokabeltest regelmäßig Einsatz zu schreiben. Man muss dazu sagen, es war eine richtige Scheißarbeit, das alles immer zu machen. Aber dafür hat es wenigstens funktioniert. Und zwar sehr gut eigentlich. Habe ich nicht hier... Achso, ich weiß jetzt auch, warum hier immer wieder ein Bildrauschen ist, weil der Greenscreen hier jedes Mal wieder abhaut. Deswegen habe ich hier so ein leichtes Rauschen immer. Und weil ich zu weit weg sitze. Aus Sicht der Greenscreen-Welt. Das ist auch nicht gut. Allgemein sollte ich an der Ausleuchtung noch ein bisschen arbeiten, weil ich habe hier eigentlich nur eine Lampe, die hier so quer über dem Bildschirm hängt. Lustigerweise auch noch versetzt zum Bildschirm. Und die endet quasi genau da. Also auf der Seite ist quasi keine direkte Einstrahlung mehr. Hier endet es noch geiler. Hier endet es einfach genau hier. Deswegen habe ich hier auch mit, so mit einer externen Lampe weitergeleuchtet, die da unten hängt. Von denen ich sogar 2 Stück habe, das heißt, mit 2 Lampen kann ich eventuelle Schwachstellen im Greenscreen ausgleichen, aber halt nicht mehr. Deswegen, wenn ich dann später mal in den Dachboden ziehen werde, in diesem Haus. Das kann ich erst machen, wenn ich mit dem Studium fertig bin und arbeiten kann, weil da oben drauf muss einiges erstmal gemacht werden, für das man ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss. Und da werde ich dann auch mit Gips oder mit so Holzplatten, keine Ahnung wie ich das genau mache, ein paar Wände reinziehen, in denen ich dann halt auch Stromkabel und lauter solche Schwachsinn rein verlegen werde. Und da oben werde ich dann sehr platzsparend quasi das perfekte, die perfekte Einrichtung probieren. Eventuell, wenn es geht, sogar mit Gaube. Einfach weil es so viel mehr Platz bringt, eine süße Gaube zu haben. Das wäre perfekt. Da werde ich dann noch einen richtigen Aufnahmeraum reinbauen können, der nach außen hin akustisch quasi nicht mehr wahrnehmbar ist. Das heißt, du bist nach außen sehr, sehr, sehr gut abgeschirmt. Muss ich dann allerdings eine kleine Telefonleitung oder sowas ähnliches hochverlegen, dass ich zumindest so erreichbar bin, wenn irgendwas Blödes passiert. Weil man kriegt halt dann wirklich gar nichts mehr mit dann da drin. Das ist das Blöde, wenn der Raum akustisch von allem abgekapselt ist, weil er so gut isoliert ist. Andererseits kannst du da drin natürlich auch richtig rumschreien und der Rest hört es nicht. Ist da, aber nach der Tatsache, dass es im Dachboden wäre, auch gar nicht so schlecht, wenn man sowas hat. Da machen wir uns nichts vor. Ein Dachboden ist, was Lärm nach außen angeht, eine sehr, sehr fiese Angelegenheit.
Weil am Dachboden hört einfach jeder aus der Nachbarschaft, was man macht. Und deswegen braucht man beim Dachboden eine sehr, sehr, sehr gute Schallisolierung, wenn man da oben wirklich laut aufnehmen will. Und dass ich was auch sein wird, dass ich dann einen fensterlosen Raum mir nehme. Weil dann die Lichtverhältnisse immer gleich sind. Da kann ich dann einmal die Lichtverhältnisse perfektionieren. Und dann auf quasi ewig mit perfekten Lichtverhältnissen das machen. Kann es dann höchstens sein, dass ich den Farbwert immer mal wieder anpassen muss. Weil es halt ein anderes Grün von der Kamera erfasst wird, wenn man schwarze Klamotten trägt, als wenn man weiße Klamotten trägt. Weil die Farbkorrektur in der Webcam dann natürlich und der Kontrast, das gleicht sich ja alles ein bisschen an. Wenn du halt eher wenn du halt extreme Farben nimmst, die extrem in die eine Richtung ist, dann ist der Kontrast halt ein ganz anderer. Dadurch wird der Grünwert anders interpretiert. Also wenn ich zum Beispiel rein weiß hier trage, habe ich vom Greenscreen wird ein ganz anderes Grün in der Webcam erfasst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Outfit trage. Am sichersten funktionieren lustigerweise solche Outfits hier. Schwarz funktioniert ganz gut. Weiß geht so. Weil weiß ist das Problem, dass man weiß nicht wirklich sieht, weil ich selber so extrem hell ausgeleuchtet bin. Deswegen sieht man einen Unterschied zwischen dem, was man anhat, und einem selber fast nicht. Ist meine Mama so gegangen, als sie in der Reha war, und wir hier geskypt haben, fand ich den Greenscreen noch draußen. Und dann sie so, hast du nichts an? Ich so, doch, hier. Und in Skype ist das Ganze nochmal viel extremer als in OBS, weil Skype das Ganze dann nochmal anders verarbeitet und nochmal uminterpretiert, die Farben, die über eine Webcam kommen. Und da hat man halt wirklich keinen Unterschied zwischen meinem Gesicht und meinem T-Shirt gesehen. Und das ist halt dann wirklich so eine Sache, wo es dann echt da auch unangenehm werden kann, wenn man denkt, man hat nichts an. Weil man es im Kontrast einfach nicht sieht. Das kann es eigentlich nicht sein. So was darf doch nicht passieren in der heutigen Technik. Meint man. Passiert aber. Ich habe es ja selber miterlebt. War gar nicht so schön. Ich bin jetzt übrigens auch am Überlegen, ob ich jetzt einfach dann wieder auf die bekannte Brandrodungstechnik umsteigen soll. Oder ob ich das ganze Laub mal manuell abklöppeln soll. Aber ich glaube, Brandrodung wäre jetzt fast wieder die bessere Alternative. Weil letztlich haben wir ja schon 2 Stacks rausgekriegt. Jetzt tun wir hier erstmal das ganze Holz weg. Dann kann man ja sehen, ob wir das Laub mit Rodung, also mit Abbauen, oder doch mit Brandrodung vernichten, weil das Blöde ist halt auch, dass das hier alles nicht auf einer Ebene ist. Sind die Bäume ja auch viel unterschiedlicher hoch. Und man hat halt sehr, sehr schnell sehr viele Löcher drin. Was halt echt unangenehm ist. Wo man sich nichts vormachen. So. Das heißt, erst müsste man hier eigentlich alles mal einebnen und dann Bäume drauf pflanzen. Das wäre sicherer und einfacher zum Ernten dann. Aber dafür auch deutlich mehr Aufwand.
Und Aufwand ist für so Sachen, die man jetzt nicht unbedingt gerne hat. Ne? Aufwand und Arbeit ist blöd.